Asian. Der Zug richtig? Ja, das ist ein richtiger Zug. Ah, guck mal, da kommt schon das erste Net. Ah, nee, sogar das zweite Net. Da kann ich raus, weil... Oh, die Ausfahrtsspur fehlt noch. Hups. Hupsi. Sowas aber auch. Wer macht denn sowas? So. Dossi? Ja? Macht das denn hier hinten vielleicht auch nochmal so ein Warten-Ding hinzusetzen? Ich habe auch schon überlegt, ob ich da noch ein paar mehr hinsetzen soll. Da müssen wir auch nicht immer die komplette Strecke nach hinten fahren. Ja. Ja, das ist blöd. Ich muss halt, das ist halt ein bisschen im Weg hier. Sind da schon Speed Model 3 drin? Ja. Schaut es denn eigentlich aus mit besseren Bohrern? Advanced Electric Mining Drills? Oh, okay. Da kommen auf jeden Fall welche. Die sind... Was? Abbautempo? Ah, die haben ein größeres Abbaugebiet. Okay. 7x7. Ah, okay. Aber von den großen Bohrern... Ist da noch was? Deep? Advanced Deep. Da. Die sind bei Abbautempo... 10 pro Sekunde. Was haben die jetzigen? 7,5 mit Speed-Modul. Oh, krass. Okay. Sind wir da weit weg von? Ah. Weit sind wir da weg? Achso, die könnte ich sogar schon forschen. Was brauchen denn die Dinger? Die brauchen eigentlich nur Advanced Motor. Pack die mal mit rein. Advanced können wir schon bauen, brauchen aber das Condensed Cryo Dust. Das haben wir wahrscheinlich noch nicht. Okay. Bin dabei. Oh, was habe ich verpasst? Best Viewers hast du verpasst. Ach, schon wieder so einer. Best Viewers, ja, ja. Deine Mutter ist ein Best Viewer vielleicht. Ja, ich hätte ja kein Problem, wenn die Best Viewer schicken vorbei und die dann, weiß ich, jeder 100 Subs reinhaut, ist das top als Best Viewer, also. Ja, das habe ich nichts dagegen. Das wäre doch in Ordnung. Sag mal, Phantom, ich habe mal so eine ganz dumme Frage. Oh, guck mal, wie leer. Jetzt kommt's. Jetzt bin ich gespannt. Schon gut, ich beantworte zu mir selber. Okay. Wir könnten hier auch noch optimieren, indem man theoretisch die Pufferkisten schneller leert. Wieso? Was will er denn? Alles gut. Ich hol mir Schwefel. Ja? Hä? Meinst du das hier? Ja. Was ist damit? Kann ich den dampfen? Verstehe ich nicht. Egal. Wo war ich jetzt? Wasche. Asche, wasche, wasche. So. Aber so rüber. Das sind nur den Strommasten hier. Die sind. Warum sind die Strommasten da? Brauchen wir überhaupt die Strommasten? Wie machen sie dahin? Ah, ja, der Bahnhof hat ja keinen Strom mehr. Okay. Beantwortet die Frage. So, hups. Einmal da und einmal da. So. Wie viele Züge haben wir da? 3. Kross. Der fährt zu Wartenlager, der fährt zu Warten 1 und der fährt, der ist da. Also wir haben jetzt echt einen regelmäßigen guten Verkehr hier. Wenn wir jetzt nochmal gucken, eine Stunde. Hört sich falsch an. Also man sieht hier schon, dass hier einiges passierte gerade. Hier, Kupferplatten, langsam werden sie voll, ne? Geht langsam runter.
die Copper Ingots, durch das, dass wir ziemlich viele Anlagen vergrößert haben in der Pufferzone, ne? Sehr viel Copper. Sehr gut, sehr viel Copper. Das finde ich gut. Hier merkt man es leider nicht. Sieht wohl so aus, als würden wir das Copper aus dem billigen Kupfer rausziehen. Sprich, hier müsste man es merken. Naja, weiß nicht. Es läuft zwar, aber ist immer noch voll. Gold ist wahrscheinlich auch, ne. Ich meine, da könnte man natürlich auch noch die Dinge anschrauben. Ne, diese Anlagen hier. Wobei die sind nicht begrenzt. Aha. Aha. Und ich meine, oh, hier haben wir gar keine Dinge. Da hätten wir eigentlich so noch so eine schöne Kiste gebraucht. Schäm dich, Dossi. Wieder kacke gemacht. Aber hier, guck mal, da passt halt auch nochmal wieder was rein. Ja, können wir auch hier locker einfach mal. Was haben wir vorhin eingestellt? Kannst du 40.000 von den beiden machen? Ich glaube, ich habe auch 40.000 eingestellt vorhin. Ja. Habe ich bei den anderen auch so gemacht. So, da kommt nämlich hier auch wieder einiges mehr rein. Auch hier mit den Steam Engines passt deutlich mehr rein. Hier sind es aber nicht 40, sondern da machen wir auf 49. Weil da ist der Stack kleiner. So. Na, und allein das hier pusht halt wieder so unheimlich den Verbrauch einfach. Auch hier unten. Oh, hier ist immer geil, weil das sind halt Stackgrößen von 200. Da passt halt einfach 100, machen wir einfach 100, 190.000. Zack. Ah, das sind schon 200 Grad drin. Achso, das sind Steam Engines. Da hat man hier, da haben. Da. Da war mal wieder was falsch eingestellt. Ach, ärgerlich sowas. Immer wieder ärgerlich. Motoren haben eine Stackgröße von 50. Also machen wir hier 20. Da 100, also 40. So. Dafür brauchen wir da einiges an Stahl. Motoren werden wieder geholt. Wie gesagt, das ist jetzt halt ein bisschen. Heute ist halt eher so mehr Tuning im Verbrauch einfach. Erstmal Lager, um generell mehr zu haben. Und jetzt halt. Ich kompensiere quasi das, was Phantom gemacht hat, indem er das Spiel gelaufen lassen hat und einfach alles voll gemacht hat. Das hat er doch nicht kopiert. Ah, ich habe nichts kopiert. Ich weiß nichts. Ich nichts wissen. So, die Elektromotoren, die könnten noch ordentlich pushen. Wo war denn die Elektromotorenanlage? Warte mal. Forschung ist da oben. Das finde ich immer schneller so. Und von dort aus. Elektromotoren ab. Da. Ah, da auch zumindest voll hier, okay. Oh, guck mal, wir haben ein neues Kunststoffrezept. Ui. Brosen. Ui, Hallöchen. Ja, moinsen, einen wunderschönen guten Abend. Brom, mein Guter. Na, alles gut bei dir? Vielen, vielen Dank für deinen Raid. Welcome to Factorio. Jawollo. So, was gab's denn schon? The Siege of Dawn. Flintlook. Ich habe absolut keine Ahnung, was das ist, höre ich zum ersten Mal. Super duper ultra cooler mega Brüssel Raid. Sehr schön, sehr, sehr schön. Drossy Tischer Sesam Raid. Na, wie war's? Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen und angenehmen Raid. Und falls ihr mich noch nicht kennen solltet, ich bin der Drossy. Oder auch voll ausgesprochen Doskias. Bei mir gibt es meistens, ich sag mal, Crafting-Games, Fabrik-Games à la Factorio. Bald auch Satisfactory. Nächste Woche geht's da los. Freue ich mich schon sehr drauf. War super, Spiel beendet. Und bei dir bisher, sehr schön. Projektchen beendet, freut mich. Ja, bei uns läuft's gut. Wir haben am Dienstag auch Planet Crafter beendet. Sprich, da auch endlich mein Projekt abgeschlossen. Und jetzt einfach gemütlich hier ein bisschen Optimierung betreiben. Deswegen, ihr könnt euch gerne
zurücklehnen, genießen. Vielleicht noch was zum Snacken holen, falls ihr nichts habt. Und einfach den Abend entspannt ausklingen lassen, wenn ihr das möchtet. Jetzt will ich Kekse. I feel you. So, was geht hier noch? Ach, guck mal hier, guck mal, da ist halt nichts drin. Da passt so viel rein. Da können wir halt einfach nochmal ordentlich den Verbrauch ankurbeln, indem wir das ganze Zeug hier einfach voll laufen lassen. Kekse. So, lala. Oh, ziemlich erreichbar. Was bist du? Ach so, das ist der Wasser ab. Ach so, ja, vielleicht sollte ich das mal regeln, weil sonst ist irgendwo mal Wasser aus. Das ist ein bisschen doof. Wo bin ich denn? Ah, ich bin gar nicht so weit weg. Sehr gut. Machen wir das mal. Ja, letztendlich haben wir heute sehr viel optimiert. Wir haben große Lager gebaut. Wow. Damit wir da einfach mal ein bisschen den Verbrauch nochmal ankurbeln können und einfach mehr puffern. Mehr puffern. Was fehlt hier noch? Ach, ein paar Module. Okay. Letztendlich ist der Vorteil auch vom Puffern, dass die Lagerhäuser oder die Bahnhöfe, zum einen sind es halt Doppelbahnhöfe und zum anderen sind es halt auch zwei, also Doppelbahnhöfe im Sinne von beidseitiger Beladung und zum anderen halt auch zwei Bahnhöfe pro Erz. Und wenn die voll sind und dementsprechend gut puffern können und wenn dann mal eine Anfrage kommt, dann geht das halt auch ratzfatz einfach. Und der Riesenvorteil ist, sie stehen halt schon hier gefüllt da und warten. Und wenn irgendwas gebraucht wird, fahren die halt direkt los. Und das ist halt schon mega gut. So, haben wir noch irgendwo einen Wendekreisel? Ich habe von den, nicht Wendekreisel, sondern einen Wender. Wenderhammer. Alternativ könnte ich auch einfach hier den Kreisel setzen, schon mal für vorbereitet. Bei dem kommt der hier eh irgendwo. Hier kommt auch noch ein Kreisel rein. Dann nennt man nämlich hier auch ein geschlossenes. Wenderhammer. Ja, komm, ich nehme den jetzt mal. Erstmal provisorisch den da reinklatschen. So. Passt. Wenn da irgendwo ein Fehler ist, ist es völlig egal. Müsste der auch funktionieren wieder. Ja. Passt. Aber Leute, ich hatte heute einen harten Tag auf der Arbeit. Legt mich nun ins Bettchen. Ich guck morgen oder spätestens Samstag den Stream nach. Wünsche euch was. Dark Daredevil, dann erholt dich gut, schlafe gut. Dankeschön fürs Dabeisein. Nochmals vielen, vielen Dank für deinen krassen Subbomb-Regen, den du hier mal raushaust. Dankeschön für deinen krassen Support. Und natürlich auch Dankeschön fürs Nachschauen des VODs. Auch keine Selbstverständlichkeit. Vielen, vielen Dank. Bye, bye. Und bis zum nächsten Mal. Oh, was ist da los? Ach nee, nix. Hab mich verguckt. Phantom? Mhm. Gib mir doch mal ein bisschen Beton rüber. Willst du Gaia auch betonieren? Gaia wird jetzt auch betoniert. mach einfach mal so ein volles Inventar. Kannst du auch anfordern. Ach, das ist doch langweilig. Was hab ich denn dich? Oh, schaut mal. Schon ein bisschen LED da, aber nicht sehr viel. Na gut, sind nur zwei Züge und wie viel Schmelzen? Wie viele Waschanlagen haben wir denn? Haben wir zwei Waschanlagen? Ne, noch eine alte. Hast du. Ja, eine alte. Nur eine alte, ne? Nur eine alte hast, das ist richtig. Das klingt auch irgendwie falsch, ne? Wo hast du das gesagt? Wobei, nee, wir haben Waschen-LED an, haben wir zwei Bahnhöfe. Also irgendwo müssen wir noch einen haben. Ich habe da zwei gebaut. Warum auch immer. Hey, warum brauche ich denn zwei, wenn wir nicht mal einen Verbrauch haben? Oh. Danke, Phantom. Ich glaube, du hast keine Energie mehr. Nee, ist voll. Waschen-LED an. Gucken. LED. Waschen-LED. Da. Wo ist denn? Bei einem Eisenerz. Und da. Ach, direkt runter. Da ist eine und da ist eine. Interessant. Warum arbeitet die nicht? Die arbeitet ja gar nicht. Hä? Ach, das ist die, wo kein Wasser mehr hat. Ja, okay. Aber kriegt er jetzt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für dein Follow.
Okay, Wasser kommt. Perfekt. Schaut hier aus. Auch leer. Das heißt, die Anlagen laufen auch gleich wieder an. Weiß mich wundert. Was fordern wir denn hier an? 150k? Achso, 158 ist drin. Mathe und so, ne? Das ist immer so eine Sache bei mir. Im Kopf. Im Kopf. Kopf kaputt. Okay. So. Das wäre ja jetzt fertig. Das heißt, nochmal Revue passieren lassen. Wir haben jetzt nochmal Eisen. Dann ist das schon mal Vorbereitung Kupfer. Dann ist das theoretisch Gold. Könnte man schon herlassen, aber wäre doof, weil man kann es ja nicht abholen. Deswegen machen wir das noch nicht. Brauchen wir noch was zum Einlagern? Also, Phantom, du meinst, der Uran lohnt sich nicht? Uran lohnt sich nicht, ne. Uran lohnt sich nicht. Okay, gäb's noch was an Feststoff, wo ihr sagt, das macht Sinn? Irgendwas? Grad nicht. Ansonsten warte ich mal, weil ich habe gesehen, es gibt noch, wenn ich mit die... den gecrushten Schwefel oder so anfordern. Oder den Schwefel-Chunks oder so. Die Chunks? Ja, weil das gecrushte kriegst du ja mehr raus. Mit den Chunks hättest du ja dann mehr Dingsbums. Also, mehr Lager. Ja. Ja, ich habe ansonsten hätte ich jetzt gesagt, ich warte erstmal, weil ich gesehen habe, wenn ich... Boah, es geht jetzt ab. Okay. Weil ich gesehen habe, wo war es denn? Wenn ich mir bei den Signalauswählen gucke, da gibt es später noch irgendwie wohl Exotik-Ohr. Crush Purified Neodym hätten wir noch hier. Und auch Lithium-Kristalle hätten wir da auch noch. Weiß nicht, ob sich das später lohnt. Na ja, gut, die Lithium-Kristalle kannst du ja für Batterien benutzen. Ja gut, es geht ja nicht darum, wo ich es benutzen kann, sondern ob es sich lohnt einzulagern. Dass ich es benutzen kann, ist klar. Die stellst du ja direkt her. Okay. Die werden ja aus Dirty Water, Liquid Oxygen und Sand hergestellt. Mhm. Ist ja nichts zum Abbauen. Okay, gut. So, dann ist das auf jeden Fall, dass wir das schon mal reservieren hier. Das ist Gold. So, Pure Gold. Dann hätten wir das schon mal. Ja gut, dann machen wir hier Sulfur. Komm, was soll's. In der Hoffnung, dass wir nicht nachher sagen, scheiße, warum haben wir jetzt hier Sulfur hingemacht? Oh, will ich hier das Öl überbauen? Ja, wir haben so viel davon. Ja. Haben wir, okay. Dann juckt's mich nicht. Ich habe andere Dinge, da ist mehr drin. Alles klar. Ganz zur Not, das überbaust du ja nicht komplett. Nee, ich glaube sogar, dass ich es größtenteils sogar anzapfen könnte. Ja, wie gesagt, das ist nicht schlimm. So viele Patches. Seit wann gibt's denn die Dinger hier? Na schon seit Anfang an, da haben wir direkt. Bauen wir die schon ab? Welche? Nee. Nee, ne? Weil wir noch gar nichts haben, um es abzubauen. Also kein Verbrauch, oder? Kein Bedarf. Nee, so, das jetzt kommt jetzt erst Neodym. Okay. Ich wollte gerade sagen, das haben wir im Grunde jetzt erst freigeschaltet. Ach so, weil dann macht's doch Sinn. Macht's da Sinn, irgendwas einzulagern? Bevor ich jetzt Sulfur mit. Grundsätzlich kannst du schon vorbereiten, ja. Weil ich hätte noch Platz für ein Lager neben dem Sulfur. Passt hier noch ein Lager hin? Da würde ich das Neodym reinmachen, ja. Okay. Eigentlich müsste unser Eisenverbrauch so extrem hoch sein. So viel Fließbänder, Lagerhäuser und Belader ich die hier setze. Das geht nicht weg mit diesen Drecksbäumen hier. Tod der Natur. Ich habe genug im Planet Crafter gepflanzt. Weg damit. Brauch mal nicht mehr.
Ich will nicht terraformen, ich will Beto formen. Beto formen. Oh oh. Ah, hat noch nicht gezählt, okay. Hatte ich nochmal Glück. Hast du ein besseres Wort wie Beto formen? Anstatt terraformen? Nö. Ah, da fahren sogar tatsächlich schon LED-Züge rum. Perfekt. Wie schaut es denn aus in der Schmelze? Das heißt ja, der Phantom nimmt ab. Hm. Schöne, schöne, schöne Sache. Okay. Ist nur schade, dass jetzt die alten Schmelzen sind. Kommt es immer, wenn du da Beton reinschmeißt? Oder warum kommt es? Ach, weil auf der anderen Seite ist voll, oder wie? Nee, auf der anderen Seite ist nicht voll, aber die Energie ist aufgebraucht gewesen. Ach, kostet das Energie, wenn man was rüberschickt? Ja, das kostet Energie. Ach so. Industrialisierung vielleicht, ne? Ist auch ein gutes Wort. So, was war das? Gold, ne? Ne, Quatsch. Das ist jetzt Sulfur. Ist das hier auch drin? Das ist Crushed Sulfur. Irgendwo hier oben muss es doch so. Was ist eigentlich das hier? Mars Rock Zentrifugigen. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Kram? What? Das kommt noch. Als ob wir es benötigen, ne? Also. Ach, hier sind die Exotik-Dinger. Okay. So, wo ist denn jetzt Sulfur hier? Das wieder. Sulfur. Da ist es doch. Sulfur. Gottes Willen, Marsrock. Als ob wir das brauchen, ganz ehrlich. Da gibt's noch mehr Rockies. Ja, schon, aber wir brauchen es halt einfach nicht, weil wir gefühlt eh viel zu viel Material haben. Obwohl wir ja gerade echt gut Dauer durchforschen, ne? Ja. Also eigentlich müsste man guten Materialverbrauch gerade haben, allein nur durch die Forschung. Aber man merkt halt einfach nichts. Was heißt das? Wir haben gut gebaut. Würde ich mal meinen. Wollen wir uns mal gucken? Ah. Was für ein Unterschied hier. Wenn man sich mal die 10 Stunden Produktionsstatistik anguckt. Halt einfach hier tote Hose und irgendwann geht's los. Und vor allem hier jetzt. Das ist schon brutal. Ah, Kupfer, also Kupfer und was ist das andere? Ja, Iron. Iron und Kupfer ist gerade richtig, richtig gut am raushauen, ey. Oh, ein Kernreaktor. Jetzt geht's aber los hier. Da willst du jemand wissen. Phantom will's wissen. Sulfurlager. Zack. So, Sulfur haben wir doch bestimmt. Oh, wo bauen wir denn das ab? Haben wir hier irgendwo Gold? Ah, warte, wir gehen einfach ins Öl, da wird das Sulfur hin. Nee, Crushed Sulfur ist da drüben. War irgendwo hier drüben. Da. Ah, ich glaube, da war er gerade, der Zug. Ja. Das ist er. Also Lager. Warten, Lager und Sulfurlager an. So. Du wartest, du holst ab, du wartest wieder und fährst dann an den Wartelager und machst dann hier leer. Perfekt. So, dann gehen wir hierher. Gibt es noch mehr Züge? Nee. Ah, der da hier. Oh, 3. Okay, cool. Das ist gut. Das ist sehr gut. Zack. Da
fährt er los. Und der da hier. So. Perfekt. Das ist theoretisch schon wieder 3 Züge unterwegs hierher. Auch hier macht es bald Sinn, eigentlich hier irgendwo nochmal einen Wartebereich reinzupacken. Oh, was geht denn hier ab im Kreisel? Ah, richtiger Stau hier so langsam. Das ist schlecht, weil die halt alle... Will der hin? Ah, der, ja gut, okay, der will halt runter und der andere will hoch. Ich sag nur eins, Brücken. Da wäre jetzt so eine schöne Oberlandführung gut. Aber rein theoretisch könnte man ja auch hier noch eine Ausfahrt machen. Indem man sagt, dass die Züge auch hier raus können. So. Muss nur das Signal da weg. Dann kopieren wir mal den Bereich hier bis dahin. Ah, halt, das war falsch. Wir müssen ab da kopieren. So, bis hierher ungefähr. Ab wo lohnt sich's? Das sind's. Mach mal ab hier, glaube ich. Oh, sind da jetzt echt irgendwelche Kackstrommasten im Weg, ne? Oder was ist da? Ach nee, das sind meine Rohre. Ah, okay. Bei den kopierten Lagern die Lagerkapazitäten richtig eingestellt? Musst du nichts einstellen. Das ist dynamisch. Also, da ist nirgends Ding eingestellt, welches Erz da reinkommt. Dynamisch ist das glorreiche Stichwort. Denn nur dynamisch ist schön. Und gut. Und richtig. So, wie kann das sein, dass ich keine Rohre mehr habe, wenn ich gleich viel abgerissen habe? Das mag nicht in meinen Kopf. Oder habe ich die Frage falsch verstanden? So, habe ich noch einen? Jawohl, habe ich. Dann einmal dahin und dahin. Das braucht man nicht mehr, das kann weg. Ach so, toll. Ach, ich repariere es von allein. Moment. Hatte ich gesehen, dass die dynamisch eingestellt waren? Ja, also mache ich eigentlich immer, wenn im Warenhaus nur ein Material drin ist, mache ich immer dynamisch. Weil A, es ist halt einfach geil, wenn man es kopiert, weil dann muss man nicht drauf achten. Und B, generell, man spart sich Arbeit. Arbeit sparen ist immer wichtig und richtig. So, dann haben wir hier die nächste Möglichkeit. Und das müsste dann eigentlich so sein, dass der... Hä? Wieso sind wir jetzt in der Höhe? Das kann nicht sein. Haben wir uns verklickt? Ah, wir haben uns verklickt, weil wir jetzt nicht
Ah, wir hätten hier anschließen müssen. Es ist die Frage, ob das schlimm ist. Wegen der Spur. Ja, wir würden hier überkreuzen. Das will ich eigentlich nicht. Aber ich will auch hier nicht überkreuzen, indem ich jetzt hier runtergehe. Ich will hier keine Kreuzung machen. Nicht die Strahlen kreuzen. Aber ich sehe auch gerade selber, dass das ein Problem ist. Muss das unten einführen, weil sonst muss ich die ganzen Ausfahrtsspuren nach oben auch bringen, dass sie nach oben fahren können. Was aber auch so Sinn ergibt, weil aktuell ist die obere Spur ja nur dafür da. Oh, guck mal, guckt euch das an. Dafür ist die Spur da. Also, dass dieser Arschzug dem anderen die Vorfahrt klaut. Weil so gesehen fahren jetzt alle Züge, die von unten kommen, immer noch auf der unteren Spur. Die oberen Züge sind die Einfahrtspuren. Na doch, das will ich aber so haben. Dann hat man es schön getrennt. Unten raus und oben rein. So gesehen. Das ist in Ordnung. Dann würde ich das sogar hier lassen. Nee, das nicht lassen. Quatsch. Wir müssen nur leider das hier quasi... Dann schließen wir es so an. Da ist es nicht ganz so tragisch, finde ich. Das heißt halt, wir haben jetzt hier eine Kreuzung. Müssen das hier halt machen, das und das. Können aber auch gleichzeitig das hier anbieten, finde ich. Das ist dann auch okay. Dann haben sie hier doch noch eine Möglichkeit. Und das Signal lohnt sich aber nicht. Das ist... So, und dann müssen wir das hier... einmal da anschließen. Ja. Perfekto. Oh, einen Moment kurz. Also hätte ich einen kleinen Minitisch, den ich vor die Mikrowelle, vor die Klimaanlage stellen könnte, könnte ich den Laptop noch besser positionieren. Nimm doch einen Hocker oder eine Leiter. Hab ich nicht da. Ich könnte höchstens den Mülleimer nehmen und den Laptop auf den Mülleimer Oh, das ist... Da ist ein Intel-Prozessor drin. Passt also. Wegen dem Müll? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schreib dir den Timecode auf. Ja, danke. Ah, der Mülleimer ist zu niedrig, das ist der Laptop unterhalb. Oh, es fährt ja auch schon ein Zug rein, so eine Kacke. Ah, fährt noch ein Zug rein. Scheiße. Warum sind die Züge leer? Was macht ihr? Sulfur-Chunk ab? Hä? Hab ich wieder keine Bedingungen rein? Leer. Warte mal, was macht denn ihr hier oben? Hä? Phantom, kannst du mir noch mal ein bisschen Landfill reinwerfen? Die sind zu dem warten wollen. Ah. Ja, okay. Verstehe schon. Ich verstehe. Oh, Wassermarsch. Nice. One moment. Jetzt einchecken. Ich bin nicht sicher, ob das mit dem Laptop gut war. Weil der Mülleimer viel zu niedrig ist. Diese scheiß Provisorin, ich sag's euch. Selbst zu Hause, alles mit provisorisch. Wenn die scheiß Hardwarepreise nicht auf einmal steigen würden, wie irre. Tja. Gefühlt. Mein Prozessor, den ich kaufen wollte, der war mal bei 320. Jetzt ist er fast bei 400. Die Schweine. Und warum? Nur weil der neue Prozessor nichts taugt und alle den alten kaufen jetzt. Jo. Das ist echt geil, ey. Und besonders der neue ja nur 20 Euro teurer ist als der alte. Ja, das kommt noch hinzu. Richtig. Mittlerweile. Ja, ich auch so. Ja klar, kauft dann keiner. Also ist ja, das ist schon ein bisschen hirnverbrannt. Warte mal, ich glaube, das schließen wir jetzt erstmal provisorisch da an. Ah, nee, das ist auch kacke. So.
Machen wir jetzt hier eine Scheißkreuzung rein. Ist mir scheißegal. Zack, 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 zack. Das ist hier wirklich, wirklich egal. So, da kommen auch schon die Züge. Mal, da fährt ein Zug nach dem anderen raus. Das sieht man mal, der Wartebahnhof war auf jeden Fall eine gute Option hier an der Stelle. Wenn da jetzt schon ein paar Züge drin waren. Da sind doch die DTPs angehoben worden für mehr Leistung. Die TDPs. Mit Abkürzung habe ich es nie. Was auch immer das ist. So, Strom ist da. Das heißt, hier müsste jetzt gleich auch der Spritzug unterwegs sein. Sehr gut. Ja, guck, für den ist es nämlich viel kürzer. Und zack, der wartet da. Ziel ausgelastet. Krass. Stromverbrauch? Der Stromverbrauch ist um Längen besser als die alte CPU. Das ist richtig. Der ist auch mehr geworden. Nee. Der 7803 XD braucht 125 und der 9000 schlag mich tot, der braucht irgendwie nur 75 oder so. Ernsthaft? Ja, ja. Der Stromverbrauch ist massiv gut geworden. Oh, dann muss ich mir überlegen, ob ich vielleicht doch den neuen kaufe. Weil es mag jetzt lachhaft klingen, aber meine Maschine läuft halt gefühlt permanent. Und da spielt das schon eine Rolle auf längere Zeit, was Stromverbrauch angeht. Ich kann ganz mal ganz kurz gucken. Und wenn die eh nur 20 Euro... ich muss mal gucken. Sacre die. Sacre bleu. Also ich schau mal in deinen Anzug. Hast du mir was reingelegt? Ich leuchte grün. Ah, wie lange hält also das? Der Standard TDP, also Stromverbrauch, sind 120 Watt bei dem 7800. Ja. Und jetzt lass mich gerade gucken, der 9800. Schaut mal, Sylphus ist auch schon da. 65 Watt. Ja, also für knapp die Hälfte weniger. Also. Natürlich ist das immer bezogen auf Max-Leistung. Ja, schon. Aber wenn ich render, ziehe ich immer Max-Leistung. Ja. Von dem her. Und die Preise durch. Ja, muss ich mal gucken. Ist halt trotzdem, trotzdem noch mehr Geld. Ja. Ich muss sagen, was wir hier geschafft haben mit dem Lager. Auch wenn wir heute nichts anderes gemacht haben außer Lager. Heißt also ja nicht, dass wir nicht vorwärts kommen. Ne? Also wir kommen ja trotzdem vorwärts. Die anderen beiden Jungs machen eine super, super Leistung. Ne? Phantom, Nova, ihr haut hier ordentlich rein in den Content, um hier vorwärts zu kommen. Also 7803 X3D kostet jetzt auf Amazon 400 Euro. Ja, Amazon-Preis, vergiss dir. Es ist jetzt einfach nur Ding. 9800. Oh, guck mal, fast leer hier. Und der 9800, wenn ich einen finde. Ist es überhaupt 9800? Der muss es geben. Warum finde ich den nicht? Nee. Das hier Gold Chunk. Kalt, das ist Gold Chunk. Goldwäscherei, wo ist er denn? Die ist. Da, weg damit. So. So, guck mal, geht's jetzt zu 1200 Ossitaler. Gewonnen in der Arena. Wissen 7, 9700X wird von 65 Watt auf 105 Watt gesetzt, zum Beispiel. Hä? Wie kann. Hä? Haubus, das verstehe ich jetzt nicht. Wie kann eine bestehende CPU von 65 Watt auf 105 gesetzt werden? Hä? Was genau meinst du damit? Auch Nova leuchtet jetzt grün. Auch Nova leuchtet jetzt grün.
Das heißt, ich kann ja die ganzen Solardinger jetzt rausschmeißen, ne? Die Batterien eigentlich auch. Ja, ein paar kannst du ja noch drinnen lassen. Zur Unterstützung. Ja, was gibt denn der? Achso, der gibt dir nur 1 Megawatt. Huch. Lol, voll wenig. Was verbrauche ich? Wo ist mein Verbrauch zum Geier? Abschießen. Der hat halt nur 5% Effizienz. Okay. Warum sehe ich in meinem Ausrüstungsgitter keinen Verbrauch zum Geier? Was verbrauchen die 200? 2, 4, 6, 8, 10. Also meine Ektoskelette verbrauchen schon alles, was der Nuklearreaktor leistet. Und die hier fressen ja auch nochmal 3,5. Ah, okay. Ja, nee, dann lasse ich alles so, wie es ist. Oh, BIOS neu gesetzt werden. Hä, aber ich verstehe deine Aussage trotzdem nicht. Wieso setze ich einen Stromverbrauch von einer CPU von 65 Watt auf 105 Watt? Also, warum? Habe ich dann mehr Leistung oder warum wird das gemacht? Ich verstehe es gerade nicht. Also, wenn ihr irgendwann mal die verbrauchten Uranzellen in eurem Inventar habt, ich nehme sie dann gerne. Ja. Okay. Mehr Leistung. Hm. Der 9700X aktuell kostet 333 Euro. Was? Wie viel? 300? 63 Euro. Kommt ein bisschen drauf an, weil man das ist hier. Der 8-Kerner, der 12-Kerner, der kostet sogar nur 324. Hä? Der ist günstiger, der? Frag nicht. Hat der. Ja, ist halt ist der, Amazon. Ich guck ist der Single-Core schlechter? Ich hab keine Ahnung. Merkwürdig. Naja, alles gut. Ist, falsch, ich habe 7900X ist das hier. Ja, ah, okay. Ich muss ja 9700, also 363 Euro. 20 Euro günstiger aktuell. Okay. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir sind jetzt hier bei 7,7 Millionen. Das ab und zu wird was abgeholt. Das ist gut. Hier sind wir immer noch bei 11 Millionen. Ich befürchte auch, das liegt daran, dass wahrscheinlich der hier fast voll ist, oder? Oh, nö. Kapazität in dem Lager. Wir sind gerade mal bei 860.000. Wir sehen auch, hier wird immer wieder gut abgeholt. Hier fährt auch ein Eisenzug nach Mannheim hier. Also hier ist richtig was los. Und die werden leer gesaugt hier. Also zack, 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 leer. Und da fährt der nächste rein und zack. Da unten fährt ein Lehrer. Warum fährt hier unten ein Lehrer? Was machst denn du hier? Ah, der... Das ist der richtige Zug, jawohl, der Prio-Zug. Perfekt, hier müssten es ja auch 2 Züge sein eigentlich, genau. Sehr gut. Und hier kommen auch 2, ne? Ja. Gut. Bin gespannt auf die neuen 9000er 3DX. Als Spieler sind die 3DX halt das Beste. Ja, richtig. Deswegen war ja auch der Plan, die 7, korrigiere mich hinten, Nova, wenn ich es falsch sage, die 7800 RDX zu mir zu gönnen, weil die so Zeit eher genau, weil die zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, das ist jetzt schon, ich glaube, 3-4 Monate her, war es zu dem Zeitpunkt das Beste für mich. Und ich ärgere mich auch, dass ich zu dem Zeitpunkt sie nicht gekauft habe, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich sie mal gekaufen wollte, da waren sie günstiger. Ja, die Frage ist halt, kommt jetzt 9800 3DX demnächst irgendwann? Das ist halt so die Frage. Ja, eben. So, ich muss mal ganz kurz. Was ist das Spielziel hier? Habe nur die normale Version bis zur Rakete gespielt. Boah. So gesehen mit den ganzen großen riesen Modpacks. Mein persönliches Spielziel ist es eigentlich, die Forschung durchzubekommen. Bis zu einem gewissen Punkt. Was man hier sehen kann, das kann auch ein bisschen dauern. Sprich, also natürlich die Unendlichkeitsforschungen, die lassen wir natürlich außer Acht. Moon Mining, das ist echt crazy. Also, ne, es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, was das Spielziel hier angeht, weil wir hier halt auch ein bisschen Zeug dabei haben, um halt auch ins Weltall zu gehen. Also, siehe Moon Mining. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, wie das aussieht. Ich gehe da mal von aus, dass man eine Rakete hochschickt und dann halt entsprechend Moonrock zurückbekommt.
Könnte ja, ich es mir vielleicht vorstellen. Du hast dann so Sachen. Ah, hier. Ja, hier, guck mal hier. Wo du da wirfst. Ja, stimmt. Ja, Raketen, ne? Kennt man ja irgendwoher. Planet Crafter. Aber ja, also, aber wir sind noch sehr, sehr weit von diesem Ziel entfernt. Base entsprechend jetzt hat jetzt die Größe hier erreicht nach 150 Stunden. Forschungstechnisch sind wir schon mittlerweile bei den Knowledge Computer Age Technologie Packs angekommen. Das ist quasi das erste Päckchen, was man nicht auf diesem Planeten bekommt. Deswegen haben wir nämlich hier ein wunderschönes Gate. Wenn man da mal rüber geht, da haben wir Drohnen drüben. Und dann sind wir hier quasi auf einem neuen Planeten. Und da wird unsere Forschung momentan hergestellt, unsere letzte Forschung. Ich sehe auch, der Nova hat hier weiterhin gut ausgebaut. Mittlerweile werden hier auch noch andere Sachen. Ach, guck mal, hier haben wir sogar Sulfur. Ich war auch schon beide nicht mehr da drüben. Ein bisschen Schwefel wird hier gemacht. Ja, ich brauche Wasser. Mhm. Und da gibt es einmal den, wenn du ein bisschen da unten guckst. Ja, lass mich gucken. Gaia Water, das Concentrate, da kriege ich ein bisschen Wasser raus. Oder aus dem Gaia, also den Concentrate Gaia. Ja, also ich sehe es gerade hier. Kriege ich halt mehr Wasser raus, kriege aber einmal Sand raus. Crushed Sulfur. Schwefel, Crushed Sulfur und halt Kohle. Was gut ist, weil ich brauche Sand, Crushed Kohle und Crushed Sulfur, ja, um den Cryo-Mixer herzustellen. Also wenn du dir das im Forschungsbaum anguckst, vierte Reihe unter den Alien-Sachen. Achso, du meinst Herstellung. Genau. Siehst ja, ich brauche das Zeug dann, um diesen Condensed Cryo Dust herzustellen. Ah ja, hier Crushed Coal, ja, ja. Und da kann ich das natürlich super verbrauchen. Brauche allerdings ein bisschen mehr, als ich habe. Also. Okay. Deswegen, ja gut, im Notfall. Die Anforderkisten drin. Ja, wollte gerade sagen, im Notfall schickt man dir halt noch ein bisschen Crushed Coal rüber. Okay, das heißt aber, dass das Condensed Cryo Dust, das ist doch das, was wir brauchen für die Motoren, ja, oder? Ja, genau. Da bin ich auf dem Weg. Ich habe jetzt gerade die Advanced Distillen gemacht. Da. Oh Gott, das wird echt fies. Da schiebe ich mir jetzt 10 Stück rüber erstmal. Und ja, dann baue ich schon mal eine Advanced Motoranlage, dass wir das schon mal haben. So. Da kann ich mir doch theoretisch wieder die Anlage hier kopieren, die hier. Das ist ja auch viermal Festbrennstoff. Viermal. Ich weiß ja gar nicht, ob wir die. Brauchen wir die für irgendeinen. Was denn? Ich glaube, die Advanced Motoren brauchen wir eher bei Phantom. Wie brauchen wir eher bei Phantom? Brauchen wir die. Natürlich. Ja, Phantom in der Verarbeitung. Du brauchst doch keine große Anlage bauen. Natürlich brauche ich eine große Anlage. Die brauchen wir für die nächste Forschung. Nicht nur. Wir brauchen sie auch für. Also ich dachte mir eher, dass wir die bauen und Phantom holt sich dann die Motoren, weil Phantom braucht die ja dann auch noch für Fließbänder, für die Motoren, für die Montageanlagen. Die brauchen ja auch Advanced Motoren. Für welche nächste Forschung brauchen wir die bitte? Nee, alles gut. Habe ich vertan. Ja, nee. Also ich sehe, also Rezepte, was ich aktuell sehe, ist eigentlich alles nur so Fließbänder und Maschinen. Ja gut, alles, was bei Phantom halt in der Mall gebraucht und gebaut wird. Ach du Scheiße, es gibt einen, in der Forschung, ja, einen sogenannten Exkavator, der macht quasi aus Wasser Stein und Dirty Water. Ach du Scheiße, kriegst du noch mehr Erze. Das heißt, ihr habt Mods installiert und zockt als Gruppe und habt schwierigere Herstellungsprozesse. Das ist korrekt. Ja. Wir haben, wenn man Ausrufezeichen F-Mods zusammengeschrieben eingibt, so wie es in der Videobeschreibung steht, bekommst du einen Link. Da ist das ganze Modpack, das sogenannte Exotic Industry Modpack. Da ist das alles drin. Das ist eins von vielen Modpacks, die es gibt. Gibt ja auch noch ganz, ganz viele andere. Ich sag mal, Stichwort Angel und Bob als Modpack oder das sogenannte Unendlichkeitsspiel Pyanodon. Also der Entwickler von Exotic Industry verspricht so 250 Stunden Spielspaß. Ungefähr. Ja.
plus minus. Und da wir grundsätzlich immer mindestens doppelt so lange brauchen. mindestens. Oder wenn wir endlich rauskaufen werden aus der ganzen Produktion, gell, Phantom? Was werden wir? Wochenlang? Was? Ich hab dich akustisch nicht verstanden. Ich auch nicht. Ah, du mich auch, ey. Ich auch nicht. Du bist ein Lackaffe. Nova? Anwesend. Ich würde auf Gaia gerne ein kleines Atomreaktor bauen. Warum? Weil ich die verbrauchten Fuels brauche. Ich muss mal kurz was gucken. Einen Moment. Bau das doch bei dir. Aber dafür brauchen wir keine Kohle mehr bei uns. Aha, ja, von mir aus. Mach doch. So, jetzt. Mach doch. Da. Es glaubt mir kein Mensch, was ich hier mache. Warte, ich mach mal kurz. Tossi, ganz ehrlich. Ja? Das ist lang rum. Lass mir die irgendwas glauben. Wartet. Nur mal, dass ihr das... Ach, so. Fotos hier. Naja. Ich bin mit dem bereit. Fertig. Das heißt, ja gut, aber dann stimme ich sogar zu, Nova. Dann baue ich keine Anlage. Dann lohnt also wie gesagt, sich das solange nicht. Wir jetzt großartig irgendwo anders brauchen. Ja. Ich gehe mal in die Mall und stell mal was ein. Wenn ich die Mall finde. Doch, da ist es richtig. Ja. Mittlerweile durch den Beton braucht man gar keinen Zug mehr holen zum Laufen, weil bis der Zug da ist, ist man schon selber runtergelaufen. Ja. Ja. Natürlich auch einen Teleporter setzen könnte ich, Pappnase, aber das ist mir erst jetzt eingefallen. Oh, guck mal hier. Guck mal, da passt so viel Zeug rein. Hm, warum fordern wir hier nichts an? So. So, muss jetzt ins Bett. Habe morgen Arbeit. Gute Nacht. Schau den Rest dann morgen oder Samstag. Lazarus, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Schlafe gut. Danke für deinen Support. Und natürlich auch an dich. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Mühen machst und dir die Wiederholung wieder reinziehst. Bye, bye. Dankeschön. Bye, bye. Ciao. So. Theoretisch Kohle. Kurze Wege. Mal hier werden Elektromotoren gemacht. Das war alles schon voll. Aber guck mal, hier ist alles noch frei. Das heißt, es ist ein kurzer Weg. Mach mal hier die Advanced Motoren. Da. Oh nein, Condensed Crew, das gibt's ja gar nicht. Ach, wirklich. Ah, hier ist einfach nichts dynamisch. Das war, wenn kein Eingangssignal vorliegt, jawohl. Das kleine 100 ist, passt, ja. So. War eigentlich eine Trick-Essig? Ja, ne? Hm? Ja. Was ist mit Nitric Acid? Ob wir welches haben, aber ja. Das verstehe ich nicht ganz. Was denn? Ach nee, das sind Pufferkisten. Alles gut. Alles gut. Hab's kapiert. Jetzt hab ich's kapiert. Okay. Okay. So. Mhm.
zack, ein so Stromverbrauch. Och. Wirklich. Wieder. Hey, warum verbrauchen wir so wenig Strom, obwohl wir forschen? Spannend. Okay. Du müsstest die Ausgangsgreifer der letzten drei Gebäude noch einstellen und es ist entgangen. Ich glaube, das ist dir entgangen. Ja, hier habe ich doch alle gerade eingestellt. Die sind alle eingestellt. Alle dynamisch eingestellt. Ja. Ja, die ist die Mechanic Parts. Ah, die kommt da. Okay. So, was wir noch machen können, ist mal kurz schauen. Wo sind sie? Da. Ah, auch voll. Okay, krass. Hier kriege ich raus, das und das. Blutkondensat. Welche Stackgröße haben die? 50, das heißt maximal passen 50.000 rein. Also machen wir mal hier 40.000. Gib ihm. Oh ja. Mal hier schön den Verbrauch ankurbeln. Ab. Was hier? Na, hier ist schon voll. Na, süß. Gleiche Ecke da unten. Wo Riker anspringt. Gute Riker. Okay, hab nichts gesagt. Sehr schön. Immer wieder gut. So. Wo ist Phantom? Ach Gott, was treibst du da? Warum ist da bitte Sand drauf? Ach, das, du machst diese Fusion Knowledge Dinger. Ah. Um einen High Temperature Reaktor zu machen. Ah, ja, da ist er. Needs the power we feed from other reactors, produced large amount of steam and can also utilize thorium-based fuel when using Uran-235 fuel route. This machine generates 500 Megawatt. Holy shit. Okay. Kann das Ding auch explodieren? Ich hab keine Ahnung. Maybe. Ups. Ich glaube, ich habe gerade Rechtsklick drauf gemacht und deine Drohne hat wieder eingesammelt. Ja, mach mal Steuerung Z. Achso, geht das? Nee, das geht nicht. Das habe ich toll, das habe ich wegen dir irgendwo anders STGZ gemacht. Oh nein. Das findet man wieder nicht. Und irgendwann wird irgendwo ein Stück Schiene abgerissen. Genau. Ich sehe es schon kommen. Wahrscheinlich hier oben bei mir im Lager hier. Nicht irgendeine Einfahrtsspur. Okay, das geht da nicht rein. Oh, Condensed Cryo Dust. Ja. Wie weit sind wir denn weg von meinen Drillern hier? So, das schicke ich auch direkt wieder zurück hier. Wo kommt das raus? Achso, auch in der Provider Storage Box, ne? Genau, genau. Ja. In deinem Fall war was deine Mall-Erweiterung, denke ich. Was? Nee, ich weiß gar nicht, ob STRGZ auch auf Greifer-Einstellungen wirkt. Glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich habe hier nur Settings eingestellt. Also wenn ich quasi das hier hinsetze, das Einstellen ins STGZ drücke, dann reiße ich das Gebäude ab und nicht die Einstellung. Nee, geht nicht auf die Einstellung. Das Schöne ist, mit dem Add-on geht dann auch endlich STGY, weil das geht nämlich nicht. Oh, guck mal, da kommt's. Zack, die Maschine schnappt sich's und da läuft der erste Motor. Ja, mach gleich mal Speed-Module hier rein, damit es schneller geht. Wir haben den ersten Advanced-Motor, meine Damen und Herren.
Yay. So, jetzt alle Maschinen umcraften. Ja, ohne Scheiße. Solange so wenig kommt. Einstellen, alles bedrohen, zack. Einmal markiert die Mall. Ja, erstmal musst du die Maschinen herstellen. Ich habe doch nur die Motoren gemacht bisher. Ja, das kannst du in einem Mall einfach einstellen. Ja, ich werde jetzt auch die Montage der Maschinen 3 jetzt herstellen lassen. Nur eben gucken kurz. Oh Gott, das Kryokondensat Stack 20. 20? Also es sind schon Mini-Stacks, die da kommen. Das ist ja... Nee, das, was du kriegst, ist 100. Müsste 100 sein eigentlich. Achso, hä? Aber ich habe ja das Zwischenprodukt. Achso, das Zwischenprodukt. Ja, okay. Wo ich hier immer wieder brauchen zurückkrieg. So, hier geht nicht dynamisch, weil hier lassen wir ja quasi beides herstellen. Das ist einmal das und einmal das. So. Brauchen die beide das gleiche? Ah. War 270? Warum? Verstehe ich das irgendwie nicht. Also es soll mir recht sein, wenn der hier so viel einstellt, aber merkwürdig. Haben wir in der Phantom, kennt sich doch aus. Brauchst du irgendwo Kohle in deinem Ding, Neger? Was? Forderst keine Kohle hier an. In der Mall. Ich produziere selber welche. Ach so, ja, perfekt. Crushst du die auch oder brauchst du einfach nur Kohle? Ich brauche nur die Kohle. Okay, könntest du mir dann hier einen Crusher bauen, Dossi? Dass ich mir hier ein bisschen Kohle Crush-Kohle anfordern kann. Oder die Kohle an und crush drüben. Wollte gerade sagen. Ja klar, ich crush auch noch drüben. Ja, vom Transport her. Vom Transport her sinnvoller, weil du ja aus. Mal gucken. Ach, ist wieder Englisch, Coal. Eine Kohle kriegst du halt gleich zwei Crushed Coal raus. Deswegen macht's doch Sinn. Vom Transport her auch. So, ich wollte gerade was einstellen. Wo ist es denn? So, hier. Bitte. Soll ich die beiden umstellen auf MK3? Oder wie hast du es dir gedacht? Ja, kannst du machen. Okay. Oder soll ich da beides anfordern? Dann kann man die Kiste aufmachen und sich selber entscheiden. Nö. Ganz ehrlich. Nö. MK3, was wollen wir denn noch MK2 basteln? Weiß ich nicht. Du fragst mich Sachen, ey, ganz ehrlich. Also, deine Moll. So. Achso, das brauchen wir ja gar nicht. Stimmt. So, Unterschied von Hersteltempo 1,5 mit plus 100% auf 2,5 mit 100%. Aber jetzt passen ja nochmal zwei Speed-Module rein. Das heißt, wir gehen von 1,5 auf 3,75. Das ist ja mehr wie doppelt so schnell. Hohoho. Da gehen die Motoren jetzt ab hier. Richtig geil. Zack, 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 zack. Mal gucken, ob das Kondens überhaupt noch reicht. Wenn ich hier alle abgegradet habe. So, ganz wichtig, wo sind sie? Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres. Oh, ja. Auf die Advanced Deep Drill freue ich mich auch schon. Oh, das wird geil. Weiß gar nicht, wo ich die als erstes hinsetzen soll.
Aber was ich echt krass auf der Karte finde, ist halt echt, wir hatten jetzt echt schon lange nicht mehr das Phänomen irgendwie, dass man sagt so, ich brauche das und das, warum kommt da nichts? Und dann guckt man nach, oh, das und das Material ist leer. Wir haben so viel Material auf der Karte. Ja, ja, Norbert und ich haben uns auch gesagt, wenn wir das nächste Mal eine Karte machen, müssen wir entweder die Patche viel weiter auseinander machen. Die Erzfelder meinst du, ja? Die Erzfelder, genau. Ja. Oder weniger drinne oder vielleicht auch beides. Also herausfordernd wäre wahrscheinlich beides. Mhm. Dass man richtig, vor allem, also gerade bei der Karte wäre das, glaube ich, richtig schwer geworden dann, weil man ja dann aufpassen muss, dass man nicht, weil wegen den Gegnern und so, muss man ja auch irgendwie rauskommen und Munition verballern. Wäre spannender gewesen, ja, aber ja. Siehst du, ob da drüben Kohle schon rübergeschickt wird? Warte, ich sag dir gleich. Bei mir kommt irgendwie noch nichts an hier. Also es wird auf jeden Fall geliefert, Kohle. Na, dann soll es gleich kommen. Wahrscheinlich wieder so eine langsame Drohne, die da einen Stack gleich bringt. Ist ja nicht gerade ums Eck. Maybe. Ja, jetzt kommt's, ja. Gut, okay. Phantom? Ach ja. Soll ich bei deiner Mall jetzt einmal mit einem Upgrade-Planer für Montagemaschinen 3 einfach drüber ziehen? Mach doch. Mach doch. Ist ja alles mit Drohnen erreichbar, oder? Ja. Ja, ja. Ja. Ja, warte, dann muss ich einstellen kurz. Sonst tut er gleich alles einstellen, auch Greif und so ein Blödsinn. Montagemaschine 3. Hast du auch Montage mit Metalworks? Hast du auch, ne? Stell ich dir auch mal ein. Auch, ja. Ach halt, was mache ich denn? Die da und die da zu. Den da und den da. So, mal gucken, wie wir hier upgraden. Wow. 946 Montagemaschinen und 130 Metalworks. Holy shit. So, die Drohnen haben Spaß. Holy shit, ey.